2 Jahre nach Snowden müssen klare Fakten geschaffen werden. Wir dürfen nicht weiter abwarten, sondern wir brauchen vernünftigen Verbraucherschutz im IT-Bereich. Wir brauchen einen starken Staat. Wir dürfen aber die Diskussion auch nicht überbewerten. Wenn ich mir die Bedrohungen, die Risiken, die weltweiten ansehe, von IS in Syrien bis hin zu Armutswanderungen, all diese Dinge bedingen auch, dass wir in der digitalen Welt fit sind. Und ich glaube, das sind wir im Moment nicht.